Es darf natürlich geprellt werden, macht nur keinen Sinn. Es gibt aber eine Besonderheit. Der Ball darf gerollt werden. Der Ball darf, wenn er sich auf dem Boden befindet, immer gespielt werden. Da gibt es einen Unterschied zum Hallenhandball. Das heißt, auch wenn der Ball im 6-Meter-Raum liegt, darf der weiterhin gespielt werden. Ja, beinahe ein Camper. Ja, das wäre jetzt so ein typisches Tor gewesen, das 2 Punkte gegeben hätte, wenn der Börner getroffen hätte. Das Spiel wird pro Halbzeit gewertet. Das heißt, jede Mannschaft, die eine Halbzeit gewinnt, kriegt einen Punkt. Steht am Ende der Halbzeit unentschieden, erfolgt ein Golden Goal. Es gibt noch eine weitere Besonderheit, wenn beide Mannschaften in der Halbzeit gewinnen, gibt es ein Shootout, das